Und damit willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge von Warstone Tower Defense. Weiter geht es. Wir werden uns hier verdienen 15 Gold, das ist natürlich easy. 25 Mithril hier holen. Die Karte wird geladen, kein Ding. So, hier packen wir das drin. Danke. So, mehr haben wir gerade nicht. Let's go. Und Hexe auch noch. Mm, okay. War vielleicht etwas suboptimales jetzt zu machen, aber hey, das kriegen wir trotzdem hin. Die beiden kriegen das hin. Ja, eine Stufe schon aufgestiegen. Das ist einfach. Ich könnte theoretisch einen Elementargeist hinbasteln. Und noch mehr Amazonen. Wahrscheinlich mehr Amazonen sind nicht verkehrt. Drei Wellen haben wir hier. Sollte aber nicht allzu schwer sein. Money, money, money. Ich würde den Elementargeist eher so in die Mitte setzen wollen, ehrlich gesagt. Wenn ich Gegner. Wow, und gleich die nächste Welle automatisch gestartet, ohne dass ich was machen konnte. Muss sagen, ich konnte nichts machen. Frage ist, ob wir auch mal Geisterwölfe kommen. Da würde ich ja entsprechend gerne den Elementargeist nutzen. Bauen wir den gleich mal hier hin. Ich muss das, glaube ich, einfach nur schaffen. Ne? Ich habe hier noch keine besondere Mission gehabt. 115 für den Krieger. Okay, dritte Welle gleich noch. Starte 7. Und davon noch einen bekommen, sehr gut. Und noch ein Elementar. An sich nicht verkehrt. Hat auf jeden Fall eine gute Position hier. An dieser Stelle. Ja, wirklich noch ein Elementar mit. Noch ein paar mehr davon kann ich schaden, glaube ich. Brauchen wir nicht setzen. Ist nicht mehr notwendig. Die werden nicht mehr so weit kommen. Hat noch nicht die dritte Stufe erreicht. Sehr interessant. Vielleicht können wir noch einen Inquisitor ausbauen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber vielleicht ist auch schon der letzte Gegner. Der Ogre. Aber noch nicht ganz. Aber doppelt so viel Schaden der Inquisitor, heftig. Okay, Sieg, 25 Mithril. Sammle Gold, nehme ich mit. So, haben wir geholt. Tag der Unabhängigkeit muss ich erst vervollständigen. Okay, jetzt kann ich die andere Mission noch gar nicht machen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Was ist Tag der Unabhängigkeit?
Das Finale soll ich erstmal beenden. Okay. Dann, Leute, gehen wir auf zum Finale. Oder gibt es Gebirgsvorland erstmal? Okay, erstmal hier. Eine vorgelagerte Bergkette, die der Reihe der Trolle in zwei Täler aufteilt. Let's go! Von diesem Ort kommt die Trolle. Wir müssen die Stellung halten, bis Verstärkung eintrifft. Wir haben drei Ausgänge. Mhm. Hier kann ich also noch keinen Bauern hinsetzen. Hier kann ich aber einen hinsetzen, weil die kommen immer auf jeden Fall von da raus. Sehr gut. Dann bleiben wir erstmal hier. Gucken wir mal, was hinkriegen. Bestimmt dann. Huah! ...51 Schaden. Aha, Feuerball, sehr gut. Oh, schon eine Stufe erreicht. Ein Schaden dazu. Ja, Todesschlag wahrscheinlich eher noch nicht. Ja, lass mich hier Amazon noch hinsetzen, weitere. Nehmen wir da weitere Defenser. Ne, hier ist ganz gut. Hier wird irgendwas beschworen gerade. Ninja wird hier beschworen. Nice. Und hier eine Valkyrie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Weiß nicht, soll ich denn wirklich den Todesschlag schon skillen? Dann muss ich auf jeden Fall mehr killen können. Aber es sind 65 Gold. Ach, egal. Oh, was haben wir hier? Nur die gelben, die hässlichen gelben Dinger. Ich will die blauen haben. Elementargeist können wir machen, wir können Elementargeist aber auch hier hinsetzen. Schwierig, dann bräuchte man Krieger wahrscheinlich. Dafür. Und passt schon. Aktuell passt, wie es ist. Oh, er hat sich vorbeigeschlichen an ihm. Die kleine Saudi. Okay. Hilft vielleicht, dass man. Ein Inquisitor ist schwierig, kostet viel Gold. Und er wird vergiftet. Nice! Und tot! Ah, nicht ganz. Er regeneriert auch sehr viel. Sonst wäre er schon gestorben. So, dann entsprechend meine Reichweite reduzieren, ist auch doof. Ich würde erstmal einen Elementargeist basteln. Und dazu einen Elementarkrieger. Nice. Gut. Gut gemacht. Mehr Verteidigung. Sehr schön. Range dazu. Ding, ding, ding. Alle vergiftet. Und 15 Gold. Aber nicht verkehrt. Das ist doppelt so viel Schaden. Nee, über doppelt so viel Schaden. Mehr als doppelt so viel Schaden. Etwas mehr Range. Sehr gut. Dann brauchen wir den Elementarkrieger noch. Sehr gut, sofort aufgerüstet. Vorbildlich. Zack. Könnte ich noch einen Novizen hinpacken, aber reicht leider nicht. Von der. Ah, hier kann man einen hinpacken. Da kam frisch noch ein neues. Und da ein Steinchen dazu.
Nice Instant gebaut. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, Welle 8 von 15. Ich würde danach gucken, ob wir mal dann nach das Mithril-Ding kaufen können. Wo wir alle 9 Sekunden 2 Gold bekommen. Finde ich irgendwie sehr attraktiv, dieses Item. Wo man auch wieder sagen muss, wirklich? Wirklich? Aber schauen. Aber sonst würde ich sonst nicht Mithril farmen. Das ist natürlich auch jetzt schade. Jetzt hätte ich so viel Mithril gefarmt. Und dann will ich es vielleicht doch nicht haben, weil es doch nicht so geil ist. Weiß ich nicht, noch nicht so genau. Ah, nice. Instant gebaut. So, Ninja wird gleich gesetzt, genauso wie die Valkyrie. Weil alle Attentäter ist wieder fertig. So, da sind sie. Die Verstärkung ist eingetroffen. Du kannst uns Schildjungfern zu Valkyrie und Attentäterin zu Ninjas aufwenden. Die Zeit drängt. Versuch es jetzt. Attentäterin. Schildjungfern. Ich gebe auf jeden Fall ziemlich viel Defense dazu. Oh, tatsächlich. Genau, Schildjungfer machen statt Attentäterin. Da möchte ich gar nicht. Oh! Interessant. Pschum, pschum, pschum. Ein paar Geisterwölfchen. Welle 12. Ah, fertig, instant, sehr nice. So viele Einheiten schon instant fertig gebaut. Sehr, sehr angenehm. Was hat er haut darauf, ey? Ist ja Wahnsinn. Ding. Oh, wir können die auch zu Ninjas machen. Ah, cool, das ist also noch neu. Und wenn wir ganz kurz zu Ninjas basteln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ist etwas unlucky, dass ich jetzt meinen Dings zum Ninja aufrüste. Aber es ist dann halt so. Der braucht entsprechend ein bisschen. 16 bis 19 plus 6. 26 bis 29 plus 9. Macht entsprechend noch mehr Schaden. Gibt der eine Range dazu? Ja, ein bisschen. Super. Ich bin auf Attentäterseite. Finde ich schöner. Jetzt haben wir hier natürlich nochmal einen schönen roten. Den können wir hier ein bisschen die Hexer skillen wahrscheinlich. Ja, alles sehr unlucky. Kein einziger Instant. Der allerdings schon. Instant, Instant, Instant. Und da machen die deutlich mehr Schaden. 25 bis 30 plus 6. Und der macht dann 80 bis 86. Und der ist halt bei 64 bis 70. Ah, schade. Nicht instant fertig. Und Welle 15. Let's go. 88 Schaden macht der Ninja. Übel.
Das sind auch noch die Attentäterinnen des Freundes, des Verbündeten. Was zwar auch immer die da hinten zu suchen haben, keine Ahnung. Nice, instant fertig. Okay. 45 Mitri, wir haben 112, wir haben Level 31. 31 heute? 31, 32? 31. Und die erschaffen von Kriegssteinen. Alas hat schon, um die Reichweite zu erhöhen, das ist nicht verkehrt. Gibt dem Spieler die Chance, einen Stein nach dem Platzieren zu bewahren. Und was haben wir hier noch? Er schafft periodisch einen. Naja, das ist nicht so geil. Aber das würde ich tatsächlich mal ganz gerne mal angucken. Ninjas Hall. Jetzt können wir Ninjas bauen. Wir haben Ninjas! Gezackte Kunais, urzeitliche Waffen, Kriegsschrei, Todesschuss. Wir haben Ninjas! Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die. Die Attentäterin wirft ein vergiftetes Dolch auf den Gegner, sodass dieser seine Ziele verfehlt. Ah, das ist ja für PvP, alles klar, zu 1 Angreifer. Habe ich die Lebensenergie um 20. Ninjas verwenden spezielle Kunais, die noch mehr Schaden verursachen. Nice. Die Ninjas führen einen speziellen Wurf aus, der Gegner mit niedriger Gesundheit sofort tötet. Okay, dann muss ich jetzt Mithril nutzen, was ich hier nicht nutzen möchte. Weil ich ja eigentlich eher dieses Item haben möchte. Wo ich dann aber denke, eigentlich, wir kriegen Max Mana zu, ist nicht verkehrt. Es gibt natürlich noch Schöneres. Aber alle 9 Sekunden 2 Gold. Ich meine, wenn so ein Kampf 10 Minuten dauert, sind 600 Sekunden, 600 durch 9, sind wir bei 50, 60, 65. Wir machen 130 Gold, aber das ist jetzt nicht so die Welt, ne? Dafür, dass wir ein Schmuckstück verwenden würden. Aber was wollen wir sonst? Ich glaube, das Schmuckstück ist immer nur so entweder Mana, was ich jetzt gerade nicht brauche. Und was sowieso schlechter ist, oder halt Gold. Aber wir probieren es erstmal. Wir haben noch nicht genug. So, dann tauschen wir das aus. Ich würde sagen, ich habe zu viel Krams in meinem Inventar, ne? Oder kann ich das einfach mal in meinen Rucksack packen hier drüben? Geht das? Nee, das wollte ich gar nicht. Das da meinte ich eher. Achso, ich kann gar nicht mehr mitnehmen. Ich habe 6, das ist das Maximum. Mehr geht aktuell nicht, aber wir haben hier einige an den Krimskrams, den wir vielleicht doch nicht brauchen. Gibt dem Besitzer 50 Gold bei Verwendung. Aha. Auch total nutzlos, oder? Ich würde eigentlich nur mal ganz kurz noch mal reingucken, reinschnuppern. Schnubbel die Schnapp. Wenn ich hier einen Stein baue. Nee, tatsächlich. Geist der Steine. Habt ihr einen Blick in die Erschaffung von Kriegssteinen? Ich habe nicht genug Steine. Kriege ich da noch, oder wie? Hä? Aha, das ist eh die falsche Mission. Da würden wir wahrscheinlich das eh nicht kriegen. Mal wegen hier. Nicht genug Steine. Was willst du von mir? Okay, wir werden es irgendwann hinkriegen, Leute. Irgendwann, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Mission ich da suchen müsste für. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass wir hier alles verbessern. So, im Laufe der Zeit. Eigentlich alles. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an. Weil Castle 4 brauche ich. Chikuna ist, let's go. Alles, womit wir, bis wir Castle 4 brauchen. Auch das ist wichtig. Wir werden jetzt erstmal jeden Skill. Oh, weiter ging es nicht. Ich baue es einfach mal. So. Castle 4. Wirft einen Dolch. Voraussetzung nicht erfüllt. Mithril habe ich auch nicht. Dann geht's hier weiter.
Wäre schön, wenn wir so mal irgendwas erledigen könnten, aber leider ist alles unglaublich teuer und super, super lang. Der Bonus auf die Gesundheit von Söldnern erhöht sich von 4 auf 8, von 8 auf 12 und so weiter. Das heißt, sie sind ultra tanky, wenn wir sie mal nutzen sollten. Erhöht die Rüstung um 1, um 1 bis 2. Resistenz gegen Zauberangriff wird erhöht. Ist nicht verkehrt. Da kann ich wieder nichts mehr machen. Gehen wir dahin. Gehen wir dahin? Ja, wir gehen dahin. Das passt schon. Nee, wir holen erstmal die Zauberer. Ich glaube, die zu verbessern ist erstmal sinnvoller. Die nutze ich tatsächlich im PvP oder in einem anderen Kampf noch mehr. Alter! Wahnsinn. Als die Schützen. Genau, so ist super, wenn irgendwas erforscht ist. Maximum. Die Angriffsreichweite erhöht sich. Erhöht die Lebenspunkte, ist nicht verkehrt. Erhöht die Lebensenergie. Was denn, verliere ich oder habe ich so krass immer auf die Fresse bekommen? Oh. Weil ich einfach nichts hatte. Dann können wir mehr Lebenspunkte wiederherstellen. Brauche ich Eisen für? Wahrscheinlich kann ich hier noch ein bisschen mit Mana was machen, oder? Nope. Ich habe kein Eisen mehr, okay. Gut zu wissen. Erhöhen den Schaden der Elementare. Oh, jetzt fehlt mir Eisen. Sehr viel Eisen. Okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Mit der normalen Mission noch. Das Finale, glaube ich, kann ich jetzt machen, genau. Und dann schauen wir weiter. Danke fürs Zusehen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Warstone Tower Defense. Ciao, ciao.